Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dynasty Warriors Volume 2. Heute machen wir ein bisschen Bonus-Quatsch. Ich will euch das mal zeigen, was wir alles einstellen kann. Optionen, Leben, Aus mache ich immer. Karte wechseln manuell, viel besser. Steuerung kann man hier ändern. Sieht ein Sony PlayStation Portable aus. Ja. Sound. Ach, Soundtest haben wir hier. Das ist ja cool. Sind hier auch die Dynasty Warriors 3 Tracks? Ein paar 3 Tracks hat man ja. Das hört man bei mir nie. Ja. Ja, ich find's so cool, dass du Dynasty Warriors 3 ausgerechnet haben. Wobei, Dynasty Warriors 4 hat auch geile Tracks. Aber die gab's ja schon im Volume 1. Ja, ist schon cool. So legendary. Ja. Ja, man kennt die Tracks, ja. Aber ich find's cool. Kleinen Soundtest, Memory Stick Duo, speichern, laden. Okay. Warum auch immer man die Möglichkeit dazu hat. So, nee, bevor wir das machen. Multiplayer-Modus. Ich hab niemanden für Multiplayer, aber ja, so sieht das aus. Spielanleitung. Zeitbombe. What? Besiege so viele Gegenspieler wie möglich. Einer Spieler erhält am Spielbeginn die Bombe. Die Bombe explodiert in einer bestimmten Frist. Die Bombe kann durch Besiegen von Gegenspielern weitergegeben werden. Klingt interessant. Soldatenfigur. Zaubert Soldaten dabei. Molochfigur. Zaubert Belagerungswaffen dabei. Zerstörer. Moloch. Abelest wahrscheinlich. Sudden Death. Erhält Punkt für jeden besiegten Soldaten oder Offizier. Spieler und die Gegenspieler sind mit einem einzigen Schlag besiegt. Das scheint kacke zu sein. Dämonisch, die verlangsamt oder stoppt einen Gegenspieler. Zauberspruch, verfluchten Gegenspieler. Was passiert, wenn man verflucht ist? Zeitangriff, erreiche als erster das Ziel. Da würde ich nicht Xuxu nehmen. Wenn der Spieler besiegt wird, ist er zurückgesetzt und wiederbelebt. Dämonisch, die verlangsamt, Soldatenfigur. Holt Soldaten dazu. Stoße Gegenspieler vom Gebäude. So ein bisschen wie das klassische im Promos mit der Brücke. Das Leben wird auf Null gehen, aber je weniger Leben der Spieler hat, desto weiter wird er fortgeschleudert. Wenn der Spieler vom Gebäude gestoßen wird, verliert er Punkte und wird wiederbelebt. Dämonenschwert. Schlecht oder negiert gegnerische Angriffe. Zauberspruch verfluchten Gegenspieler. Ja. Spiel suchen, ja. Gucken, ob jemand da ist mit einem Sony PlayStation Portable in mir. Ich glaube nicht. Schade. Ja. Keine Ahnung, wie Modi sich spielen. Ich hatte niemanden, der das Spiel hat und so. Sad Life. Sad Life. Ja, das machen wir zum Schluss. Hintergründe. Yay. Ciao, Jun. Ich will ja auch nicht verwenden. Kann die als Hintergründe setzen. Ciao, Jun. Guan Yu. Cheng Fei. Das kann man wirklich als Spiel hintergründen. Man hier bei. Ma Chao. Guan Zhong. Jiang Wei, Wei Yan, Pang Chong, Yu Jing, Guan Ping und Xin Zai. Ach ja, mit Xin Zai hat ja so viel Spaß. Shao Dun, Dian Wei, Xu Xu, Cao Cao, Shao Yuan, Zhang Yao. Sind wir hier, sieht cool aus. Xu Wang sieht auch cool aus mit der Pose. Zhang He, Chen Zhi, Cao Ren, Cao Pi sieht auch cool aus mit der Pose. Pang De, da haben wir auch die Wutrum, Zhou Yu. Son, Tai Chi Si, Son Cheng Xiang, Sun Jian, richtig coole Pose. Oh, Sun Quan auch. Lu Meng, sowieso immer der coolste Gunning. Wen Gai, auch ziemlich cool. Sun Ce, Da Qiao, Shak Yao, Zhou Tai mit der Schwertpose und Ling Chong, der einfach gechillt ist. Tio Chan, Lu Wu, Dong Zhuo, Tian Chao, Zheng Zhao, Meng Hu. Churong und Zu Wuzi mit seinen komischen Karten. Das sind die Hintergründe, die man freischalten kann. Stelle kennen wir ja. Habe ich ja alle euch gezeigt. Kombination, jetzt wird's interessant. Ich habe die 100% und wer sie nicht auskennt mit Dynasty Warriors, der wird echt Schwierigkeiten haben, das hier alles freizuschalten, weil Wuzong mit Tiger, uff. Das habe ich auch nur durch Try and Error herausgefunden. Unsterbliche Loyalität, Liu Bei mit Zhao Yun kombinieren. Da seht ihr auch, was es bringt. Es sind nur extra Boni hier oben drauf, wenn die Kombo macht.
verlässliche Mitstreiter Chao Yun Tuong Jong. Der Guan-Clan. Guan Ping und Guan Yu. Der Garden Eid. Ja, damit habe ich ja gespielt und stellt sie raus. War gar nicht so toll. Niu Bei, Guan Yu, Zheng Fei. Stolze Freunde, Guan Yu und Zheng Liao. Wilde Kombo. Der Zhang-Clan. Zheng Fei und seine Tochter Qin Zai. Verschworene Freunde Cao Cao und Chao Dun. Die Chao-Brüder. Chao Dun und Chao Yuan. Begnadete Freunde. Jiang Wei und Xu Xu. Bedingungslose Loyalität. Cao Cao und Jiang Wei. Boostet auf jeden Fall gute Stats. Milde Freunde. Cao Cao und Xu Xu. Ehrliche Freunde. Sun Ce und Zhou Yu. Herr und Frau Zhou. Oh Gott. Wenn man denkt, wie minderjährig die ist. Zhou Yu und Chak Yao. Strategische Erbschaft. Die ganzen Wu-Strategen einfach. Zhou Yu, Lu Meng, Luxun. Zhou Yu ist Nachfolger Lu Meng. Lu Meng ist Nachfolger Luxun. Kann man drauf kommen. Aber die Dreier sind besonders schwer herauszufinden. Akademische Freunde. Zhu Liang und Luxun. Die Lehrer von Wu. Lu Meng und Luxun. Kriegskameraden. Sun Ce und Tai Shixi. Vom Schicksal vereint. Lu Bu und Diao Chan. Gemeinsame Interessen. Dong Zhu und Diao Chan. Unschätzbare Freunde. Liu Bei und Zhu Liang. Für die Gegner. Zhu Liang und Sima Yi. Die Lehrer von Zhu. Zhu Liang und sein Schüler Jiang Wei. Drache und Phoenix. Boah, das boostet richtig viel. Zhu Liang und Pang Chong. Herr und Frau Zhuge. Zhu Liang und Yu Ying. Alte Freunde. Boah, Leben 144. Cao Cao und Yuan Shao. Letzter Clan. Cao Cao und Cao Pi. Fatale Adoption. Dong Zhu und Lu Bu. Nur Angriff. Erbitterte Loyalität. Lu Bu und Zheng Liao. Herr und Frau Liu. Liu Bei und Sun Cheng Xiang. Vater und Tochter. Sun Jian und Sun Cheng Xiang. Kleiner Bruder. Sun Quan und Sun Cheng Xiang. Älterer Bruder. Sun Ce und Sun Cheng Xiang. Boah, hat viele Kombos. Jüngerer Sohn. Sun Jian und Sun Quan. Älterer Sohn. Sun Jian und Sun Ce. Tapfer Loyalität. Sun Jian und Huangai. Feder und Schwert. Sun Quan und Lu Meng. Boah, die Wu haben richtig viele Kombos. Schützenloyalität. Sun Quan und Zhou Tai. Frühere Loyalität. Yuan Shao und Zhang Ye. Frühere Verbindungen. Yuan Shao und Chen Ji. Die Herren Shi. Ma Chao und Pang De. Meisterbogenschützen. Huang Zhong und Chao Yuan. Vertraute Mitstreiter. Huang Zhong und Wei Yan. Hübsche Kameraden. Chao Yuan und Zhang Ye. Warum hübsche Kameraden? Naja. Finstere Loyalität. Cao Pi und Sima Yi. Flüchtiger Bekannter. Lu Meng und Gan Ning. Wie flüchtiger Bekannter. Old Man. Unausweichliches Schicksal. Gan Ning und Ling Chong. Das Illusionisten-Trio. Kann man drauf kommen, wenn man Extreme Legends gespielt hat. Das geht, glaube ich, nur mit Zheng Zhao. Weil die anderen zu wenig Führung haben. Na, wobei. Müsste auch mit den anderen gehen, aber. Ja. Zheng Zhao ist am besten. Zheng Zhao, Pang Chong und Zhu Ji. Boostet nur Wachstum, ist gar nicht so toll. Einfach Freunde. Xu Huang und Cao Ren. Kultivierte Kämpfer. Zhang Yi und Zhen Ji. Herr und Frau Cao. Cao Pi und Zhen Ji. Herr und Frau So. Sun Ce und Da Qiao. Stille Helden. Wei Yan und Zhou Tai. König und Königin. Meng Hu und Zhu Rong. Die zwei Qiaos. Mit Rechtschreibfehler. Da Qiao und Sha Qiao. Freunde seit Kindestagen. Guan Ping und Qin Zai. Die Ma-Brüder. Ma Liang und Ma Su. Südliche Könige. Die Kombo hatten wir ja. König Du Si, König Mulu und Meng Huo. Südliche Stammesführer. Ach, guck. Guck, die sind schon ein bisschen tricky rauszufinden, aber ich liebe den Mann. Ich habe die oft mitgenommen und ja. Ahuinan. Jin Huan Sanji und Dalai Dong Su. Yuan Brüder, Yuan Tan, Yuan Xi, Yuan Chang. Stramme Helden, Huang Zhong und Yan Yan. Der Rentnerclub. Rentnerclub trifft's besser. Die Guandu-Helden, Yan Yang Wen Chao. Der treue Sohn, Jiang Wei und Xu Shu. Wieso der treue Sohn?
Der Ling-Clan. Ling-Zao und Ling-Tong. Sus Erben. Liu Shan und Jingwei. Flüchtlinge. Schau Mao und Mason. Guck, darauf zu kommen ist echt schwer. Loyale Gefolgsleute. Gut, die haben auch nichts miteinander gemeinsam. Shen Pai ist halt ein Stratege von Yuan Shao loyal gewesen. Zhang Ren ist ein loyaler Kämpfer von Liu Biao. Nee, Quatsch, von Liu Zhang. Anderer Liu. Ja, derjenige, der Pang Tong getötet hat. Reiche Freunde, Mi Zhu, Li Din und Lu Su. Also das ist wahrscheinlich am schwierigsten herauszufinden. Die drei in Kombination zu setzen. Verräter, Zhang Song und Fa Zeng. Die Guan-Brüder, Guan Ping, Guan Xing, Guan Su. Die Zhang-Geschwister, Qin Cai und Zhang Bao. Erben des Chaos, Li Jue und Gu Xi, muss man drauf kommen. Boah, die boosten schon ihr Leben und Gu Su richtig gut. Und Tierjagd, Wu Song und Tiger. Warum auch immer. Vielleicht erfahren wir es noch. Gut, hier sind die ganzen Figuren mit den Stats. Ich kann sich die Waffen nochmal anschauen. Ja, ne. Abschnittsübersicht, sieht man nochmal die ganzen Stränge. Andere einfach so aufgelistet. Nothing special. Offizier, Freischalttipps. Hindrin, macht Pro bei Shang Jiang Wut um den Taktiker von Chu. Eine Ausführung seines Plans mit Sie Zao Zao. Okay. So, schaltet man die Offiziere frei im Sinne von, dass man die selber spielen kann, oder? Als Gefolgsleute. Ich glaube echt als Gefolgsleute. Ich lese das jetzt nicht alles vor, es wäre zu langweilig. Aber ich lasse mal durchscrollen, könnt ihr pausieren, falls ihr diese Tipps braucht. Ja. Offizier tauschen. Leider niemand online mit seinem PSP. Sehr schade. Und jetzt kommt die wunderschöne Liste. Vor allen Offizieren. Dann war es es auch schon. Mehr Boni hat das Spiel nicht zu bieten. Ich lese das jetzt nicht alles durch. Habe ich in Dice Wars 8 Extreme Legends gemacht. Wirklich jeden einzelnen Offizier durchgelesen. Es geht jetzt nur um die Spezialoffizier. Müssen doch hier sein, mit Bonus. Uiuiui. Ich bin gespannt. Gut, die Samurai Warriors lese ich jetzt auch nicht vor. Die kennt man ja. Aber wer ist das? Hu Sanyang. Eine Gestalt aus Water Margin. Von Suikoden ist die. Was? Sie war außergewöhnlich. Das ist auch so ein JRPG. Steht auch ganz unten in meiner Want-to-Playlist. Sie war außergewöhnlich bewandert im Umgang mit dem Doppelschwert Sonne und Mond, besiegte einen Helden von Liang Changpo nach dem anderen. Schließlich wurde sie von Lin Shun gefangen genommen. Sie heiratete Wang Ying. Hu Sanyang entschied viele Schlachten für sich, wirkte mit ihrem fröhlichen Wesen stets positiv auf die Moral der Wellen von Liang Changpo. Okay. Jing Bu. Eine Gestalt aus der Zeit der früheren Han-Herrschaft. Ach, sieh an. Der vollendete Krieger diente Xiang Liang und Xiang Yu und trug zum Sieg über die Qin bei. Danach lief er zu Liu Bang über und wurde zum König von Huainan ernannt. Als er leben musste, wie der treue Gefolgsmann wie Han Xin und Peng Yue liquidiert wurden, lehnte er sich auf und wurde deshalb selbst getötet. Das ist noch vor der Han-Herrschaft, beziehungsweise bei der Han-Herrschaft, aber vor der Aufstand der gelben Turbane. Krass. Ja, gut, die kennen wir. Wer ist das? Eine Gestalt aus der... ist nicht der von der gelben Turbane. Gestalt aus der Zeit der frühen Han-Herrschaft. Er war ein Mitglied der königlichen Familie der Han, die von den Qin gestürzt wurde. Er versuchte an Kaiser Qin Shi Huang Rache zu üben, was ihm jedoch misslang. Während er sich daraufhin versteckte, soll ihm ein alter Mann Strategien beigebracht haben. Später diente Liu Bang, den seinen Strategien immer wieder zum Sieg führen. Er gehört zu den drei größten Anführern der Han. Tja, und ich kannte ihn nicht. Zhong Yimei, der mich an Zheng Liao erinnert. Eine Gestalt aus der Zeit der frühen Han-Herrschaft. Der berühmte General kämpfte unter Xiang Yang und Xiang Yu an vielen verschiedenen Orten. Folge eines Komplotts wurde Xiang Yu misstrauisch, sodass Zhong Yimei
Xiangyu in der Schlacht von Gai Xia verlassen musste. Er gesellte sich zu seinem alten Freund Han Xin. Doch da Han Xin Vergeltung von Seiten Liu Bangs fürchtete, verriet er ihn und tötete er Zhong Limei. Leute, Dynasty Warriors soll mal diese Geschichte abdecken. Das wäre auch interessant. Ich kenne die alle nicht. Ist wieder einer aus Suikoden. Der Beinamen Kleiner Li Guang Huarong war ein Meister mit dem Bogen. Einst Krieger im Dienst des kaiserlichen Hofes, war Befehlshaber der Festung Qing Feng. Er brachte Song Jiang großen Respekt entgegen, doch dies wurde ihm zum Verhängnis. Schließlich hatte Huarong keine andere Wahl und musste den Hof danach verlassen. Danach schloss er sich den Banditen von Niang Shan an. Jiang Taigong, eine Gestalt aus dem berühmten chinesischen Werk Legenden der Götter und Helden, das auch Jiang Ziya bekannt war. Er wurde von König Wen von Zhou entdeckt, der ihn zu seinem General ernannte. In dieser Position gelang es ihm, Yin zu besiegen und wurde dafür befördert. In Legenden der Götter und Helden wird er als Halbgottkrieger dargestellt, der auf dem mystischen Tier Zupu Shan reitet. Okay, jetzt habe ich alles gehört. Mao Dun, Anführer der Hunden, zur Zeit von Liu Bang, erweitert das Territorium der Hunden mit roher Gewalt. Nach der Vereinigung Chinas versuchte Liu Bang, die Hunden zu besiegen, scheiterte jedoch kläglich. Zu einem demütigen Friedensabkommen gezwungen, musste er seine Tochter mit Mao Dun verheiraten und den Hunden alljährlich Tribute in Form von Seidenwaren, Alkohol und Reis zahlen? What? Der hat China als Anführer der Hunden zerstört, geführt. Dann muss es zu so einem Zwangsbündnis kommen. Boah. Ja, Meister Lau. Ich lese es euch trotzdem vor, weil er einfach cool ist. Als Cheng Zhao auf der Suche nach Kräuter in den Bergen weilte, rief er alte Mann am Stock zu sich in seine Höhle und übergab ihm einige heilige Texte. Mit Hilfe dieser Texte soll Cheng Zhao in der Lage gewesen sein, Wind und Regen zu beschwören, Zauberkraft und Wasser zu unterschiedlichsten Krankheiten zu heilen. Diese Fähigkeiten veranlassten ihn, die Religion Weg des Friedens in Leben zu rufen. Ja, er hat zu viel gemacht, er hat zu sie die Kräfte verlieren, alles Mögliche. Das ist krass. So, jetzt Tiger. Auf den Text habe ich mich schon immer gefreut. Eine Gestalt aus Dynasty Warriors 5. Der Tiger ist ein Säugetier, gehört der Familie der Katzen an und lebt in Asien. Er kann mehr als 3 Meter groß werden. Sein Fell weist schwarze Streifen auf orangefarbenen Grund auf. Chinesische Legenden und Geschichten verkörpern Tiger, die wildeste aller Bestien. Viele Geschichten erzählen von menschenfressenden Tiger und der Helden, die sie besiegten. Hey, was soll... Der Tiger ist ein Säugetier. Erstmal Biologiekurs, wird 3 Meter groß. Erstmal Biologielessen gelernt, okay. Das, Suikoden. Fusong. Mit dem Beinamen der Priester. Seine Stärke war er in der Lage, ein Tier mit bloßen Händen zu erlegen. Deswegen, Kombo mit Tiger. Als sein Bruder Wudalang von seinem untreuen Gattin Pan Jinlian getötet wurde, mord Fusong sie und ihren Liebhaber gleich dazu. Danach wandert Fusong eine Zeit lang in der Gegend umher, bevor er sich nach Liang Shang begab. Okay. So, hier. Ach so. Gong Sun Cheng. Auch aus Suikoden. Ein Taoist mit dem Beinamen Drachen in den Wolken. Das Lehrling von Luo Zhenren soll ein mächtiger Zauberer gewesen sein. Sieht aber nicht aus wie ein Zauberer. Die Rebellen von Liang Shang brauchten ihn, um gegnerische Zauberer zu bekämpfen. Dort wendete er seine Zauberkraft weiterhin an, bis er von seinem Meister Luo Zhenren herbeigerufen wurde. Er war auch ein ausgezeichneter Krieger. Das erklärt einiges. Han Xin. Eine Gestalt aus der Zeit der frühen Han-Herrschaft. Nachdem er unter Xiang Lang und Xiang Yu gedient hatte, schloss sich mit Liu Bang an. Oh, Liu Bei. Nachdem Shao He heißt er, ihn mit den Worten einen unvergleichlicher Krieger in Liu Bang empfohlen hatte, wurde Han Xin zum General ernannt. Von diesem Zeitpunkt an führten ihn seine Strategien stets zum Sieg und er galt seine größten Feldherren der Han-Dynastie. Okay, das war so der Sima Yi Zhuguliang von Han, I guess. Lu Zichen aus Suikoden mit dem Beinamen Romanischer Mönch. Sein eigentlicher Name war Lu Da. Ey, Lu Da.
Er konnte plötzlich aufbrausen und tötete einen Mann im Affekt. Deshalb verließ er die Heimat und nahm den Namen Lucy Shen an. Trotz des Ereignisses trank er jedoch fröhlich weiter, wurde in immer neue Schlägereien verwickelt. Später schloss er sich dem Banditen von Liang Shang an. Okay. Genghis Khan. Genghis Khan, der erste Kaiser des Mongolenreiches. Sein Geburtsname war Timujin. Nein, nicht Timu. Bitte nicht. Schrobben wie ein Millionär. Schrobben wie ein Mongole. Da er seinen Vater schon in jungen Jahren verloren hatte, wuchs er bei Wang Khan auf und vereinte die Mongolen im Jahr 1204. Ja, 1204. Danach gründete er ein gewaltiges Reich in Zentralasien. Ja, Genghis Khan kennt man, denke ich. Guda Zhao eher weniger. Eine Gestalt aus Zui Kon, weiblicher Bandit mit dem Beinamen Tigerin und Ehefrau von Sun Xin. Sie konnte besser mit dem Speer umgehen als ihr Mann, soll in der Lage gewesen sein, 30 normale Männer abzuwehren. Sie schloss sich den Banditen von Liang Shang an, als sie mit ihrem Mann ihre Cousins Xi Zhen und Xi Bao rettete, die zu Unrecht eingesperrt worden waren. Hua Tuo, ja, ein Arzt, wurde zu Guan Yu gerufen, als dieser bei einem Angriff auf Wu Gefahren verletzt worden war. Seine Operation verlief so gut, dass Guan Yu dabei geplaudert hat und Go gespielt haben soll. Hua! Diese Kunstfähigkeit veranlasste Cao Cao Hua Tuo zu sich zu bestellen, doch seine Medizin schmeckte so übel, dass Cao Cao sie vergiftet. Hua Tuo wurde ins Gefängnis geworfen, wo er schließlich starb. Was? Nur weil es nicht geschmeckt hat? Medizin schmeckt nie, du Idiot. Oh, Cao Cao. Hu Yuan Zhu, auch aus Zui Kon, mit dem Beinamen Doppelstab. Ach, deswegen hatte Tai Chi Xis Waffe. Hu Yuan Zhu führte als Waffe zwei stählerne Stäbe mit sich. Er war kaiserlicher General im Kampf gegen die Banditen von Liang Shan. Der begabte Stratege trieb die Banditen in die Enge, wurde letztendlich aber doch besiegt. Er unternahm einen weiteren Übungsversuch, wurde aber erneut geschlagen und schloss sich schließlich den Banditen an. If you can't beat them, join them. Boah, ist ein Vollversager, der Typ. Lin Chong aus Zui Kon, der Beinamen Leopardenkopf. Lin Chong war ein begnadeter Speerwerfer, der ursprünglich die kaiserliche Wache ausgebildet hatte. Er wurde vor einem Volksmann falsch beschuldigt. Seines Lebens nicht mehr sicher, schloss sich auf Xi Jins Rat den Banditen an. Und wohl später eine Tiger-Generelle. Wow. Alle schließen sich die Banditen an. So, Liu Bang, der scheint jetzt ziemlich wichtig zu sein. Eine Gestalt aus der Zeit der früheren Han-Herrschaft. Gründer der Han-Dynastie. Er wuchs in der Bauernfamilie auf. Oh Gott, wie Liu Bei. Und stellte am Ende der Qin-Dynastie eine Armee zusammen. Schließlich war ganz China zwischen Liu Bang und Xiang Yu aufgeteilt. Nach einer wilden Schlacht wurde Xiang Yu bei Gai Xia getötet und China war vereint. Daraufhin entstand in Chang'an die neue Dynastie der Han. Ach, Chang'an, okay. Qiongjing aus Zui Kon. Sie wurde direkt nach der Geburt von ihren Eltern getrennt und diente dem General Tian Hu. Beim Kampf gegen die Rebellen von Liang Shan Po erfuhr sie, dass Tian Hu ihre Eltern getötet hatte. So lief sie zu Rebellen über, heiratete Zhang Qing, der Tian Hu später hinrichtete. Sie erzielte viele Siege gegen die korrupte Regierung. Okay. Sun Ernyang aus Zui Kon. Boah, alle aus Zui Kon, die so komisch sind. Die Hexe. Sun Ernyang soll dominante Augenbrauen und furchteinflößende Augen gehabt haben. Mit ihrem Ehemann Zhang Qing betrieb sie eine Gastwirtschaft und hatte Reisende getötet, die in ihrer Gastwirtschaft Halt machten. Wu Song fasste sie, doch das Eingreifen ihres Ehemannes rettete ihr das Leben. Sun Ernyang schloss sich danach den Banditen von Liang Shang an. Was ist denn los? Alle mit diesen scheiß Banditen. Nein, ich bin so dumm. Na gut, machen wir es vor unten, warum nicht? Xiang Yu, eine Gestalt aus der früheren Han-Herrschaft. König von Xi Chu. Xiang Yu war ein brillanter Krieger. Ja, der Lu Bu von früher. Stellte im Chaos am Ende der Qin-Dynastie eine Armee auf, mit der die Qin gestürzt werden konnten. Grausam, selbstsüchtig, verlor er das Vertrauen seiner Männer und wurde von Liu Bang getötet. In Gai Xia eingekesselt, verfasste er ein Gedicht auf seinen geliebten Pferd Jui und seine Frau Yu Ji.
das sehr berühmt wurde. Er ist aber ein Frau Yuji, ist auch ein Frauenname. Ich verwechsel mit Ganji, ne? Guan Sheng aus Suikoden. Mit den beiden Namen Großes Schwert. Er soll ein direkter Nachfolger von Guan Yu gewesen sein. What? Dann handhabt den blauen Monddrachen. Damals der Guan Yus Waffe. Er kämpfte gegen Song Jiang und die Rebellen von Liang Shan, bevor er gefangen genommen wurde. Song Jiang konnte Guan Sheng schließlich überzeugen, sich den Rebellen anzuschließen. Er gehört zu den 5-Tier-Generälen. Okay. Zhu Wu aus Suikoden, wunderbarer Stratege. Zhu Wu bediente sich eines Kampfstils mit 2 Waffen und war in strategischen Fragen sehr bewandert. Er und seine Freunde waren ursprünglich Banditen in der Gegend des Bärs Shaohua, bevor sie sich mit Shi Jin, den Banditen von Liang Shan, anschlossen. Er gehörte zu den wichtigsten Strategen mit Wu Yong und Gong Sun Cheng. Shao He, eine Gestalt aus der Zeit der frühen Han-Herrschaft, einer der 3 großen Anführer der Han. Er war seit langem mit Liu Bang befreundet und leistete seiner Regierung taktischen Hinweisen wesentliche Hilfe. Außerdem empfahl er Han Xin an Liu Bang und unterstützte die Beschaffung der notwendigen Versorgung für seine militärischen Erfolge. Für Liu Bang war er der wertvollste Gefolgsmann von allen. Und da sind wir durch. Ja, war auch interessant, mal ein bisschen vor dem Han-Reich was zu erfahren. Ein bisschen was von Suikoden, ein bisschen Biologie mit dem Tiger. War auch lustig. Und das war Let's Play Dynasty Warriors Volume 2 für Sony's PlayStation Portable. Wie gesagt, Ende nächsten Jahres, so November, Dezember, da gibt es Volume 1 für PlayStation Portable. So lange müsst ihr warten. Weil es wird noch ein Dynasty Warriors Let's Play kommen. Definitiv. Zum ersten Teil. Gut. Also zum ersten Teil vom PSP, ne? Gut, ich würde sagen, Daumen hoch, falls dir das Let's Play gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Mit einem anderen Let's Play. Wahrscheinlich God of War. Geht weiter mit Hack and Slays. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!